Hallo und herzlich willkommen hier, ja, zur achten Staffel, oh mein Gott, achte Staffel, vom Landwirtschaftssimulator 17 hier im Thüringer Oberland auf MaikoHazard TV. Und ja, wir begrüßen euch hier ganz herzlich bei uns und mit wir meine ich natürlich den Bio, der mit dabei ist. Ich bin dabei. Ja, und natürlich meine Wenigkeit, der Ice Dragon ist auch da. Und ansonsten aktuell keiner. Heiko ist arbeiten, schuften. Da muss man ein bisschen was tun für sein Geld. Genau, für mein Geld meinst du wohl. ja, wir sind in der zweiten Folge. Gestern gab es den Livestream und Eröffnungs-Livestream quasi. Richtig. Und ja, heute geht's hier weiter. Nächste Woche machen wir die nächsten Livestreams. Ja, Beton lag auf Livestreams. Mit Essen. Richtig. Kommen gleich zwei Stück wieder. Ja, da kommen gleich zwei. Richtig. Ja, und machen das halt schon. Haben wir noch ein bisschen Arbeit hier vor uns. Ein bisschen ist also, gut, ne? Ja. Also mit dem Lenkrad ist es schon sehr, sehr ungewohnt, den Landwirtschaftssimulator zu schwimmen. Ja, wenn du vorher nie mit Lenkrad gespielt hast. Ja, man dann gewöhnen halt erstmal, ist klar. Ne? Dass wir doch lieber mit Turm ausspielen. Glaub mal, mein Problem ist, ich komme mit dem Lindner-Traktor hier mit jetzt mit dem vollen Ladewagen hinten, ja, kaum den einen Hang hier hoch, ne? Also die eine Straße, die einen Feldweg hier zur Straße hoch. Ich fahre gerade mit 9 km/h hoch. Das hatte ich ja gestern mit dem Mähdrescher. Mit dem Mähdrescher, sag ich schon. Mit der Sämaschine. Ja, ja. Bin ich auch nicht vorwärts gekommen mit. Ja. Und jetzt mal darauf geachtet, dass ich ja die richtigen Maschinen kaufe, nicht, dass ich hier wieder Probleme habe, dass die PS-Zahl wieder nicht ausreicht. Ja, ja, genau. Na, ich dachte mir, ach na ja, tu den Lindner doch mal eine Chance geben, die haben ihn noch nie gekauft. Ja. War Fehleinschätzung. Man bleibt wohl mal bei dem Altbewährten. Ja. Ich kann das mal nochmal zeigen, guck mal, achtet mal auf die Hinterachse, wenn ich das lenke. Guck mal. Die lenkt mit. Musst du mal angucken, Bio, denn? Nachher. Ja. Die lenkt mit. Das ist so nervig. Vor allem hat er auch einen ganz blöden, also an sich hat er einen guten Wendekreis. Wenn du hinten aber was angehangen hast, dann ist die Hinterradlenkung irgendwie hinderlich, weil mit dem Ladewagen kann ich echt einen ganz blöden Wendekreis, nur einen riesen Wendekreis, ja. Mhm. Also ist nicht so optimal der Traktor. Also wenn ich Bios Kredit abgezahlt habe, den ich habe von ihm, die 12.000 für meine Schafe, dann wird das nächste sein, dass ich auf einen anderen Traktor spare wahrscheinlich. Also, das wolltest du doch. Du wolltest auf andere Sachen hinsparen. Ja. Ja, ich hätte ja im Startgeld jetzt natürlich sagen können, okay, ich will einen anderen Tag. Ich hätte auch das Heckmähwerk mit einplanen können, zum Beispiel einfach, ne? Oder halt einen anderen Traktor. Aber ich dachte mir so, nee, irgendwas zum Hinarbeiten muss man ja auch haben, ne? Ja. Ansonsten. Ja, gut, du hast ja noch ein paar Sachen, wo du hinarbeiten kannst, ne? Ja, naja, ich habe jetzt zumindest, also du hast gesagt, wir nehmen von allen das Schlechteste, das Niedrigste. Gut, hast du jetzt auch nicht genommen. Du hast ja auch nicht die kleinste Sämaschine genommen, zum Beispiel. Ne? Ja gut, aber das ist, ich denke mal, das... An einem gewissen Punkt muss man auch sagen, dass... ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Genau. Ich habe schon den kleinen Mähdrescher behalten. Genau. Ich habe mir zum Beispiel das Einzige, was ich jetzt nicht als Kleinstes genommen habe, war die... der Schwader. Ah. Da habe ich den mittleren genommen, den Schwader. Das ist nicht den ganz großen, aber den mittleren zumindest. Da habe ich ja auch, mal die mittleren Sachen, ne? Achso, wir haben diese Horsch, diese ganzen Horsch-Objekte gar nicht reingenommen, ne? Diese kostenlosen DLC mit den ganzen Horsch-Dingern. Ja, war ja halt nicht wirklich so sonderbar drin gewesen, oder? Und da war diese riesige Spritze mit drin zum Beispiel. Ja gut, das kann man ja nachher immer noch machen. Und ich glaube auch noch ein größerer Zetter, aber das kann man ja später alles auch machen. Wir haben ja eh nicht die größten Sachen aktuell, wie gesagt. Und ja, erstmal war gar kein Geld, um jetzt mal was Neues zu kaufen. Ihr habt es ja gesehen, unser Startgeld war dann wirklich so knapp bemessen. Ihr habt es ja gesehen, der Bio hatte, wie hast du noch übrig gehabt? Und du hast mir noch was abgegeben, 12.000, und hast noch ein bisschen mehr übrig gehabt. Irgendwas war es mit 20.000 natürlich übrig. Ja, und ich hatte, wir haben ja schon 100 gefehlt. Und ja, weißt du, woran das lag? Ja? Ich habe nicht eingeplant, dass ich den Lindner hier mit Frontladeanbau und mit Lackierung kaufe. Das habe ich vergessen einzuplanen. Ja, ja gut, das hatte ich gleich schon mit einberechnet. Ja, das hatte ich irgendwie vergessen. Lustigerweise, ich habe zwar eine Frontladefähigkeit vorne, also eine Frontladeanbau, ich habe aber keine Frontladehydraulik vorne und auch keine Schaufel dafür. Ja, wo ich mir aber dachte, ich glaube, ich brauche das auch gar nicht, weil ich habe mir ja einen Teleskoplader gekauft. Ja. Und dann mache ich das alles mit dem, weißt du? Das ist richtig, ja. Weil für den habe ich zumindest eine Schaufel geholt.
Mehr aber auch nicht, nur Schaufeln. Das heißt, der Knüller ist, wenn ich aktuell Ballen presse, habe ich gar nichts, um die Ballen überhaupt auch nur ein Stückchen weiter zu bewegen. Ah. Ich habe weder eine Ballengabel zum Aufnehmen, oder eine Ballengreifer, noch irgendeine Transportfähigkeit, um die Ballen zu transportieren. Ja, deswegen, also fang hier wirklich wieder mit Null an. Ja. Also wenn Heiko hier Stroh haben will, er will ja Stroh von dir kaufen wohl, und hat ihn mitgekriegt, ne? Ja. Das muss er dann direkt an dich zahlen, die Kosten für das Stroh, ne? Mhm. Da ich allerdings derjenige sein würde, der ihm das Stroh liefert, muss er an mich die Lieferkosten zahlen. Heiko denn? Ja, Heiko. Ja, nee, nicht du, ja. Du kriegst das Geld für das Stroh und ich krieg das Geld für die Lieferung. Ich weiß halt bloß nicht, wie wir das immer ausmachen wollen mit dem Geld. Weil du willst daran ja auch irgendwie verdienen. Gerade Stroh ist jetzt natürlich... Deswegen, da kannst du, bei Stroh kannst du jetzt nicht teuer rangehen. Das ist ja ein Nebenprodukt quasi, was da anfällt, ne? Ja. Das kann man jetzt nicht groß teuer berechnen. Aber wie berechnet man das? Ich weiß nicht, wie viel, was er da jetzt runterholt von dem Feld. Das weiß ich aber, weil ich hol's ja runter, ich lade's ja auf. Okay. Und dann kann ich dir die Zahlen ja sagen, die ich ihm geliefert habe. Beziehungsweise er sagt, wie viel er haben will. Naja. Weil so ist ja eher der Punkt, wie viel will er haben. Naja. Weil ich brauche aktuell an sich eigentlich noch kein Stroh, weil ich brauche Stroh erst, wenn ich Kühe habe. Ah. Wenn ich Kühe oder Schweine habe, vorher brauche ich keinen Stroh. Wenn ich allerdings, vor allem wenn ich Kühe habe, dann wird es natürlich lustig, aber dann, dann brauche ich einiges von dir. An Futter. Ja. Vor allem auch Erdfrüchte, also auch Kartoffeln und Zuckerrüben. Ja, oder? Dafür habe ich ja gar nichts, ne. Ja, noch nicht, ne. Und bis du dir das leisten kannst, muss ich mir erstmal die ganzen Geräte leisten dafür. Wie sieht's aus? Ja. Aktuell habe ich sowas nicht im Sortiment. Ja, genau. Nicht im Angebot, ja. Das ist nicht meine Abteilung. Kostet denn ganz viel, ne? Das haben wir, kostet das ganz viel. Deswegen, also, könnte schon spannend werden. Auf jeden Fall, Heiko hat jetzt natürlich dadurch, dass er die Forstwirtschaft hat, jetzt schon sein erstes Geld natürlich erzielt. Ja. Weil für Forst braucht man tatsächlich wirklich nicht viel. Von der Kettensäge, ein Hänger, was vielleicht noch zum Ziehen oder so. Ich bin gespannt, wie viel du mir fürs Häckselgut berechnest. Das bin ich mal gespannt. Ja, deswegen, das Problem ist, dass man hier nirgendwo irgendwie. Ja. Ja, für Häckselgut gibt es natürlich jetzt keinen Preis irgendwo, ne? Ja. Da muss man jetzt gucken, was mache ich denn mit dem Häckselgut? Ich mache daraus Silage. Also, aber Silage kann man ja verkaufen. Dafür gibt es einen Preis. Ne? Ja. Also musst du gucken, Silagepreis. Du kannst aber jetzt nicht den Preis für Silage für Häckselgut verlangen. Weil ich muss ja, wie gesagt, auch einen Gewinn rausschlagen können. Also muss der Preis fürs Häckselgut im Prinzip geringfügig, zumindest geringer sein als der für Silage. Ja, ja. Ne, man muss halt wirklich immer abpassen, dass das, dass jeder auch die Möglichkeit hat, Gewinn zu machen und nicht, ne? Weil wir das, die Endprodukte, die wir jetzt in der Produktion quasi haben, die können wir ja im Preis nicht anpassen. Wir können ja jetzt nicht sagen, hier beim Konsum zum Beispiel, ja nee, ich verkaufe dir das nur für so und so viel. Dann musst du mir schon mehr bezahlen, so nach dem Motto. Ja? Der sagt sich, nö, mehr bezahle ich dir aber nicht. Ne? Und dann stehst du halt blöd da und wenn du keinen Gewinn damit machen kannst. Sonst. Ja, aber ein Gewinn fängt ja schon mit einem Euro an, ne? Ja klar, selbst wenn es nur ein Euro mehr ist, ist es Gewinn natürlich. Deswegen, und da ich ja halt jetzt nur das hier habe, weil wenn du sagst, die Preise sind sehr, sehr ordentlich in den Produktionsketten. Gut, da braucht man natürlich wieder mehrere Zutaten oftmals. Ne? Ja, ja. Und da muss man natürlich gucken, ich muss ja dann gegebenenfalls, gerade je nachdem wie viel man kaufen muss, muss man beide Zutaten ja im schlimmsten Fall kaufen. Ne? Ja. Zum Beispiel Saatgut müsstest du dann von Heiko kaufen, wenn du es von ihm kaufen willst. Mhm. Da muss Heiko dir auch einen Preis machen, der angemessen ist. Ja. Wenn das natürlich bei Heiko teurer ist, als wenn du es im Shop kaufst, dann wirst du es wahrscheinlich im Shop kaufen. Dann wird er seins nicht los. Das ist immer der Punkt. Gibt es auch vor allem noch eine Alternative oder nicht? Also bei mir gibt es keine andere Alternative, um Häckselgut zu bekommen. Das kriege ich nur von dir. Weil allgemein halt diese ganzen Sachen bekommt ihr nur von mir. Weizen, Gerste für eure ganzen Produktionsketten halt, ne? Genau. Dünger allerdings kriegst du von mir, also den Flüssigdünger zumindest, Mineraldünger glaube ich gibt es auf der Karte nicht. Ne? Ah, schade. Ja, warte mal. Habe ich die Mod reingenommen?
Habe ich nicht, noch nicht. Ich habe eine Mod da. Das ist ein platzierbares Gebäude, um auch Mineraldünger herstellen zu können. Ja, wäre schon praktisch, ne? Weil das Ding, was hier platziert ist, macht nur Flüssigdünger. Das brauchst du ja schon mal für die Spritze, aber die Sämaschine halt, die braucht halt Mineraldünger. Ne? Müssen wir mal schauen. Weil Dünger, Flüssigdünger gibt es von mir. Das Schöne ist, da brauche ich nichts für einkaufen. Da ist das ist etwas, was ich dann wirklich mit meinen Sachen, die ich habe, machen kann. Problem ist, ich kann es erst machen, wenn ich Kühe habe. Ja, da brauchst du euer Geld für dieses platzierbare Objekt. Ne? Und das auch so. Nee, das ist ja schon fest platziert auf der Karte. Ach so. Der Punkt ist, ich brauche da halt, wie gesagt, halt Gülle und Mist. Gülle, Mist und Wasser, glaube ich. Oder ich muss mal gucken, ob Gülle und Mist oder Gülle oder Mist. Muss ich mal gucken. Und wenn es Gülle oder Mist ist, dann geht's noch, weil dann kann ich über die BGA nämlich Gülle rein. Kriege ich auch Gülle, weißt du? Ja. Glaube ich zumindest. Dann kann ich die Gülle von der BGA nehmen, weißt du? Mhm. Dass du flüssig dafür eine Spritze bekommst. Naja, das brauche ich ja wieder. Ja, weil deswegen, man muss aber dieser Handelssache natürlich auch mal gucken, dass jeder die Möglichkeit hat, von jemand anderem was abzukaufen bzw. zu verkaufen. Ne? Mhm. Du kannst zwar uns beide verkaufen, weil jetzt war nämlich der Punkt gewesen, dass wir was finden, dass du auch jeweils was von uns kaufen kannst. Von uns beiden jeweils. Ja. Jetzt habe ich die Monopolstellung. Kann ja nur Olli so angehen. Ja, genau, deswegen. Aber du musst von Heiko Saatgut kaufen, von mir kannst du Flüssigdünger kaufen. Ne? Ah. Heiko muss von mir zum Beispiel Wasser kaufen, also solange wie er es nicht selber transportieren kann. Wenn er es natürlich irgendwann selber kann, will er natürlich kein Wasser mehr von mir kaufen. Ne? Ja. Ansonsten war irgendwas mit, also muss ich gucken, ich weiß gar nicht, ob ich von Heiko irgendwas nämlich groß, also von Heiko, ja, ich weiß auch nicht, ob Heiko Wasser von mir kaufen muss, da müssen wir nämlich auch mal gucken, noch. Ne? Weißt du? Ja. Nochmal durchschauen. Oder? Da gucken wir. Aber Heiko hat jetzt den Kompostmaster genommen. Ich weiß gar nicht, ob er den überhaupt braucht, weil ich glaube, er braucht hierfür keine Produktion Kompost. Also, weil man kann die wirklich nur benutzen, um halt damit den Felder zu düngen. Zum Beispiel. Fällt neulich so gut aus. Die Maschine leer gewesen. Was brauche ich denn eigentlich? Wollen wir nachgucken? Kann ich da hinspringen? Wie gesagt, wenn ich da hinspringen kann. Muss mal aufpassen. Ich will. Nee, ich bin ja. Bin ich als Admin angemeldet, aber brauche ich nicht aufpassen. Okay. Kann ich da hinspringen? Nein, kann ich natürlich nicht, weil ja klar, was ist denn am nächsten dran? Das da. Ich finde es ein bisschen blöd, dass einige Sachen keine Sprungmarke haben. Ja. Ne, weil zum Beispiel jetzt dieser Hersteller für diese Futterpellets, für diese Kleintierzuchtvereine, ne? Wo so Kaninchen und so gezüchtet werden, weil die habe ja ich die Futterpellet-Maschine, ne? Ja. Ich würde mal gucken, was die braucht. Wenn die zum Beispiel Gras braucht, dann könnte ich natürlich da gleich mit anfangen, weißt du? So, hier ist er, was brauchst du? Gib mir deine Daten. Wo bist du? Wo ist denn hier der komische Computer? Das war einer, aber... Achso, da ist er. So. Grünzeug. Auch eine geile Aussage. Grünzeug. Melasse. Oh, er braucht Melasse. Wir hatten die Zuckerfabrik. Heiko. War ja klar. Und Melasse kriegt er erst, wenn du Zuckerrüben gemacht hast. Ja. Melasse, aber Grünzeug hätte ich, wäre kein Ding, aber Melasse kriege ich nicht. Auf die Schnelle. Wo soll das sein? Was denn? Oh ja, machen wir den Ausritt. Hast du ein Pferd gekauft? Ja, bei Stardew Valley tatsächlich. Ah, alles klar.
Ich verstehe, ich verstehe. Gut. Dann würde ich sagen, die Folge ist an der Stelle auch schon wieder zu Ende. Was? Wo steht es? Ja, 15 Minuten sind rum. Meine Güte. Ja, ich muss mal was tun hier wieder. Und genau, du stehst ja nur rum hier wahrscheinlich. Und, nein. Ich stehe nur rum? Nee. Du bist am Feld machen, oder? Naja, verkaufen. Achso. Verkaufst Preis du aber gefunden. Gleich von allem alles? Oder? Von dem einen jetzt eher, weil ich davon nur 6.000 habe, okay. Aber ich glaube, das braucht ich gerade sowieso nicht. Weil wie bei Mönchwinkel damals auch unsere Absprache, würde ich sagen, dass man immer so ein bisschen so einen kleinen Grundsatz da lässt, nur für den Fall, dass man was kaufen will. Pharma sein, du. Ich weiß schon. Aber solange ich alles selbst herstellen kann, aber ich jetzt gerade nichts machen kann, weil ich mir nicht mal mehr Saatgut leisten kann. Ja klar, jetzt brauchst du natürlich erstmal Geld, ist ja logisch. Ne? Mhm. Was du dann verkaufst, ist ja klar. Später ist das dann kein Problem, da werde ich dann natürlich... Ja. Ja, ist ja gut, so. Du hast ja recht. Folge ist zu Ende, ihr habt sie gehört. Ich habe gerade schon gesagt. So. Sehen wir uns zur nächsten Folge morgen wieder. Sag Dankeschön fürs Zugucken. Ciao, tschüss und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.